Niam. Alle tot. Alle tot. Hm. Also erstmal soll ich den Strom wiederherstellen. Die Leitung geht hier entlang, hier rein. Hier oben in den Verteilerkasten. Aber ich brauche doch den Strom nicht wiederherstellen. Ich habe doch schon Strom. Hier geht eine Leitung zu der Birne. Dazu hat er nichts zu sagen. Kann ich nicht mehr rausziehen, sondern nur noch angucken. Ja, was möchte das Spiel denn jetzt bitte von mir? Ich sollte vielleicht einfach mal ganz frech... ganz frech mal nach oben gehen. Und gucken... was das Brett sagt. Und mir fällt gerade nebenbei auf, dass die Festplatte, auf der die Kamera aufnimmt, gerade voll ist. Dementsprechend seht ihr jetzt nicht mehr, wie ich hier am Spiel sitze, sondern ihr hört mich nur noch und seht mich nur noch spielen. Und das Ouija-Brett... Kriegen wir noch einen Tipp? Ich bin besser als eine Klammer. Bevor es mich gab, nahm man den Hammer. Das hätte ich mir jetzt auch ersparen können. Ich mache eine kurze Aufnahmepause, um die... Ich gucke gerade in die Kamera, aber das sieht man gar nicht. Um die Festplatte mit der Videoaufzeichnung. Ich mache kurz eine Pause. Bis gleich. Moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Lucius. Ich habe das Spiel jetzt circa 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Ich habe kurz zuvor noch... an die Stelle gespielt, an der wir bei der letzten Aufnahme waren. Wir waren nämlich hier und haben uns das Brett angeguckt und darin wurde uns über unsere Nagelpistole berichtet. Geladene Nagelpistole, die wir an dem Kompressor noch mit Druckluft aufladen müssen. Das funktioniert allerdings nicht, solange wir keinen Strom haben. Mir fällt übrigens gerade auf, dass Lucius hier auch sein Spielzeugauto unter den Tisch buxiert hat. Aber, ja. Und zwar habe ich versucht, das Kabel zu verfolgen. Und dabei ist mir aufgefallen, beim Angucken der Aufzeichnung, dass ich ja zu Weihnachten hier mit der Lichterkette rumgespielt habe. Und vielleicht kann es ja sein, dass die Lichterkette, die an dieser Steckdose hier befestigt war, also hier können wir was rausziehen, dass diese Steckdose zufällig an derselben Sicherung hängt wie das Gartenhäuschen. Sowas kommt ja häufiger mal vor. Und wo der Sicherungskasten ist, ja, das habe ich nach... ich habe es nicht ausprobiert, aber... also das hier ist definitiv nicht der Sicherungskasten, auch wenn es vielleicht so aussehen mag. Das ist nämlich das Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Also ist mir nämlich beim... knusprig. Erinnert mich so ein bisschen an gegrilltes... ja. Hier ist der Sicherungskasten nämlich. Und wenn wir da mal gucken, da fehlt eine Sicherung. Und... ich kann leider nicht erkennen, was da drauf steht, weil das alles viel zu unscharfe Texturen sind. Aber ich tippe mal darauf, dass da irgendwas steht wie Gartenhäuschen und Außenbeleuchtung. So, jetzt muss ich nur noch gucken, ob hier irgendwo... Nö. Ob hier irgendwo eine Sicherung rumliegt. Ja, sieht nichts. Na, hallo? Ah. Gucken wir mal in der Kiste. Nein, da ist auch nichts. Dann gehen wir doch mal in den nächsten Raum. So, was haben wir hier? Farbeimer. Hier ist eine Tonne, eine Klimaanlage, ein Fass. Fuses. Können wir davon vielleicht zufällig... Ah, einen können wir mitnehmen. Und wenn wir die hier einsetzen... Tada, es werde Licht. Und gucken wir ins Notizbuch.
Nancy! Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Übrigens ist mir beim Videogucken so aufgefallen, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, na 15 Morde hinter uns. Das heißt, wir sind offiziell ein Serienmörder. Und Nancy, unsere Mutter, steht hier so ziemlich als Vorletztes. Ich nehme stark an, dass unser Vater der Letzte ist. Den wir, ich sag mal so, Charles hat Beweise für deine Beteiligung gefunden und wird bald damit zurückkehren. Du musst dich beeilen. Das heißt, wir stehen jetzt wieder unter Zeitdruck. Wir müssen unsere Mutter kurz mal um die Ecke nageln. Um die Ecke bringen. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, ich habe nämlich nachgeguckt, wofür das Wort Sloth steht. Es heißt übersetzt Faulheit. Und das trifft ja auf den Jungen in der Garage zu. Ja, ist ja gut, Mutti. Es trifft nämlich auf den Jungen in der Garage zu. Der ist nämlich nicht gerade dafür bekannt gewesen. So. Jetzt haben wir mal kurz die Nagelpistole aufgeladen. Und, ja, ich stand in der letzten Folge am Ende schon mal vor der Entscheidung. Soll ich jetzt einfach so mein Muttchen hier nageln, oder? So einfach geht das ja wohl nicht. Ah, da können wir sie hinlegen. So, Aktualisierung im Notizbuch. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden, also mein vermeintlicher Vater. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor er meinen Kräften widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Könnte es heißen, dass wir ihn dazu bringen, unsere Mutter zu nageln? Mann, diese Wortspiele, also... Weil wir können ja wahrscheinlich sie nicht dazu bringen, oder? Oh, da. Ja. Was habe ich getan? Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Bleiben Sie bei dem Kleinen. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er wich uns immer aus, bis wir ihn auf frischer Tat ertappten. Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Alle Einheiten sichern Sie das Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Genau der Charles Wagner. Versuchen Sie auch, einen Kinderpsychologen herzuschaffen. Wir haben hier ein Kind, das Übles gesehen hat. In Ordnung, mein Junge.
Du musst keine Angst mehr haben. Versuch dich zu entspannen. Ach du Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, doch, da bin ich irgendwo. Kann ich die Kreuze mittels Telekinese drehen? Nein. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte über Gedankenkontrolle benutzen kannst. Aber das versuche ich doch gerade. Aber ihn kann ich nicht fernsteuern. Hier sind zu viele Kreuze. Und ich komme nicht an die Kreuze heran. Was war das? Ich kann ihn dazu nötigen, auf die Kreuze zu schießen, indem ich die entsprechenden Sachen bewege. So, das sieht ganz danach aus, als wenn ich jetzt wieder volle Kontrolle hätte. Und entsprechend kann ich ihm irgendwas... Nein. Also, mal sehen. Was gibt's hier noch im Raum? Irgendwas muss sie ja noch... Da ist auch noch so eine Statue. Aber die Statuen erscheinen einfach nur wieder. Kann er darauf schießen? Oder? Schieß doch mal auf den Thermostat, bitte. Ah, Mist. Kannst du auf den Thermostat schießen, bitte? Nein. Wir müssen irgendwo... Er soll irgendwo drauf schießen, aber... Worauf? Ich bin jetzt dezent überfragt. Ich habe die Kreuze beseitigt, kann mich aber trotzdem nicht bewegen. Ah! Die Figur. So, definitiv der Ventilator und der läuft heiß. Ich glaube, ich muss den mit Gedankenkraft etwas kontrollierend abkühlen. Mit etwas Flüssigkeit. Whoa!